Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren oder ZuschauerInnen, wie sagt man es in der Gendersprache? Ja, wir machen weiter. Thema Reifenbreite verändern. Bin ich auch schon ein paar Mal gefragt worden, denn es gibt das ein oder andere Problem. Im 19er war es ja relativ einfach, hat man die Skalierung eintragen und fertig. Ist grundsätzlich im 22er nicht anders, aber es gibt einen kleinen Punkt, beispielsweise beim Deutz, und das wollen wir uns heute einfach mal anschauen, wie ihr euch da selber ein bisschen behilflich sein könnt. Ne? Also gut, dann würde ich sagen, starten wir gleich los. So, hier haben wir unser Fahrzeug. Ich mache mal kurz die Lok auf. I3D File offers 3 objects, but 2 components have been loaded. Wer weiß, ist Quizfrage. Ja, ganz einfach, ist, weil wir im GE die Bastelkamera, oder ich habe halt eine Kamera hinzugefügt und deswegen haben wir die Kamera drin. So. Wir können natürlich hier auswählen, Breitreifen. Dann haben wir Breitreifen. Ich gehe jetzt her und möchte es einfach mal bei dem Standard-Reifen-Setup euch einmal zeigen. Hat keinen besonderen Grund, ihr könnt es auch bei den Breitreifen machen oder könnt auch eine andere Marke nehmen, da ändert sich so gesehen nichts. Aber ich habe den schon so gekauft mit Standard-Reifen, deswegen möchte ich es jetzt auf die Standard-Reifen machen. So, Punkt. Einmal Fahrzeug XML. In der Fahrzeug XML haben wir ja bisher immer dann die Änderungen eintragen. Ich habe es hier schon mal reinkopiert und ausgeklammert. So, jetzt wenn wir das Ganze Steuerung Shift und K, da macht er also Steuerung K, könnt ihr es ausklammern, Steuerung Shift und K, könnt ihr es wieder rückgängig machen, beziehungsweise dann habt ihr es wieder als normalen Eintrag drin. Ich habe jetzt Folgendes gemacht, beziehungsweise hier habe ich noch, Moment, das machen wir nochmal rückgängig. No. Moment, ich kopiere es mal. Oh. Wieder die Vorbereitung. So. So soll es passen. Also. Wichtig. Wir haben jetzt die Reifenkonfiguration, die sind jetzt ellenlang. Also sie sind brutal geworden. Hier bei dem haben wir jetzt bis zur Zeile, da gehen die Trailer los, hier hört die Wheels auf bei Zeile 1453. Also Wahnsinn, Wahnsinn. Ihr habt hier, stehen sie drin, dort waren eure Reifen, so gesehen Aufgang, und wir gehen jetzt her und übernehmen einfach mal. Ich habe jetzt die Scale Active, also über die Skalierung sagt er, wie der Reifen sein soll. Wir lassen es jetzt bei 1, weil wir standardmäßig so drin haben wollen. Die Translation ist der Punkt, wo der Reifen ist. Hier sind es 0, hier haben wir die veränderte, hat den Hintergrund, weil wir in der i3D hier hinten unseren Reifenaufgang haben und da müsst ihr einfach hier die Werte für X, Y und Z übernehmen. Dann passt es nämlich so, wie es ist. Wir speichern jetzt hier einmal und wir speichern jetzt hier einmal. Achso, habe ich schon mit Steuerung S. Dann gehen wir rein, gehen in das Fahrzeug und stellen fest, jo, alles beim Alten. Dass sich was ändert, das kann ich euch zeigen, wenn wir hier zum Beispiel eine 2 eintragen, speichern, gehen wir da rein. So, ist unser Reifen weg. Ne? Da kommen wir schon zur ersten Besonderheit, das werden wir nachher noch brauchen. Der Aufbau der Reifen entspricht nicht der Realität, das heißt, die Radnabe ist nicht hier dran festgemacht, sondern die Radnabe wird separat geladen. Ne? Mit dem Reifen, die ist dann am Reifen mit Aufgang, deswegen da nicht wundern, das brauchen wir vorne dann nochmal. Ne? Ist auf jeden Fall so, Punkt. Ne? So, 0, speichern. Gehen wir neu rein. So, passt wieder. Wenn wir jetzt hergehen und verändern unsere Reifenbreite, das machen wir hier unten. Ich mache es jetzt jeweils nur mal beim linken Reifen. Speichern, gehen wir rein, gehen wir. So. Also, sieht fett aus. Ne? So. Was wir jetzt natürlich sehen, ist,
Was wird jetzt alles breiter? Die Reifen waren breiter und vorne waren hier die Hubs breiter. Ja, also die Radnabe, die zieht es genauso mit raus, weil die damit in der Gruppe mit drin ist. So. Auf jeden Fall sehen wir dann das Problem, warum wir die Translation brauchen, weil hier zum Beispiel die ganze Hydraulik hinten drin, die geht in den Reifen mit rein. Ist jetzt auch nur ein übertriebenes Beispiel, ne? Aber wir sehen, okay, es passiert was und können dann hergehen und können uns so gesehen schrittweise an das Ergebnis annähern. Was wir jetzt aber problemtechnisch noch haben, ist, wenn wir jetzt hier einmal einsteigen und über die Konsole unser Fahrzeug neu laden, dann... Moment. Ich sehe es gerade noch nicht rumfliegen. Jetzt, hier war's. Wer hat's gesehen? Moment, ich fahre minimal zurück. Da kommt's. So. Erstmal ausmachen. So. Und zwar haben wir hier unsere Bremsscheibe. Ja, beziehungsweise unser Teil vom Reifen. Und ja, das ist jetzt weniger schick. Das Problem kommt, weil wir vorher machen wir was anderes. Und zwar haben wir hier die Note. Das heißt, es versetzt um 5. Um die 0,005 versetzt. Und den Wert, den möchte ich einmal hier noch mit reinnehmen, weil wir ja die gleiche Dinge hier bearbeiten. Deswegen machen wir das hier raus, klammern es aus. Und gut ist, dann passt das schon mal. Dann ist es nochmal minimal weiter draußen. Wir haben das Problem, dass... Die hinteren Reifen sind im Fahrzeugaufgang und die Vorderreifen sind hier in der Komponent 2. Das ist also hier die ganze Vorderachse. Und hier ist das Problem, dass wir unser Axle Front Left Drive Node, also hier Axle Front Left Drive Node, da hängen die Bremsscheiben mit drauf. Das ganze Zeug. Und das ist natürlich schlecht, denn das skaliert man mit, beziehungsweise das würfelt es einfach durcheinander. Deswegen bin ich hergegangen und habe mir Transform Group erstellt. Und die Transform Group habe ich hier umbenannt in die Axle Front Left Wheel Node. Ne? Also die gibt es nicht, die ist jetzt hier auch noch nicht drin. Also noch nicht eintragen. Wenn ihr die genau hinbringen wollt, da haben wir es jetzt. So, wenn ihr die jetzt genau an den Punkt bringen wollt, weil die befindet sich jetzt unterm Fahrzeug. Das sah nur jetzt täuschend so aus, als wenn es schon so wäre. Die befindet sich unterm Fahrzeug und das ist natürlich schlecht, wenn da unser Reifen spawnt. Das heißt, sie schiebt die rein, geht dann auf die drauf und geht über Bearbeiten, Freeze Transformation und geht auf Anwenden. Dann habt ihr die genau an dem Punkt, wo sie sein soll. Ne? Also wenn die hier hin und her switcht zwischen der bestehenden Drive Node und unserer Transform Group, dann ist die da drin. Das habe ich schon mal gemacht, habe ich einmal hier erstellt für die linke und einmal für die rechte Seite und dann können wir das Ganze speichern. Jetzt haben wir das in der i3D eintragen und müssen es natürlich auch noch in die Fahrzeug XML übernehmen. Das heißt, wir gehen runter ins i3D Mapping. Hier habe ich den Eintrag drin, das heißt, den klammern wir mal wieder zurück und den auch. Dann haben wir die Wheel Note drin. So, bis jetzt passiert auch nichts. Ja? Denn wir müssen hergehen und müssen erst einmal hier oben sagen, okay, Axle Front Left Drive Node muss zur Front Left Wheel Node umgeändert werden. Und das gleiche machen wir hier natürlich auch und sagen hier auch, pass auf, du bist jetzt auch die Wheel Node. Ja. So, Wheel Node. Und damit es angesprochen wird, vernünftig, müssen wir hergehen und müssen es bei unserem Eintrag, den wir hier hinzugefügt haben, zum Verändern von den Reifen, müssen wir das natürlich auch anpassen, weil unser Object-Change hier unten muss natürlich wissen, was ich hier oben verändern will. Ne? Hinten braucht man nichts machen, hinten passt's, aber für vorne, da müssen wir auf jeden Fall nochmal nachlegen. Ich gehe jetzt her und verbreite die Reifen einmal um 20%, grob gesagt, ne, beziehungsweise 1.2 tragen wir jetzt einfach mal ein für die Breite, speichern das Ganze, haben wir hier schon gespeichert? Ich glaube ja. So, und dann gehen wir einfach mal ins Spiel, den lassen wir nochmal so stehen, G
gehen in den Shop, gehen hier rein. So, dann sehen wir, okay, der Reifen, der ist ein bisschen breiter geworden. Und ja, er stößt hier schon fast an. Ne? Und hinten, wenn wir schauen, okay, hier backt es nämlich schon rein. Das heißt, wir kümmern uns jetzt erst einmal um den Hinterreifen. So, und den haben wir hier. Und hier müssen wir hergehen und müssen den ersten Wert auch anpassen. Ne? Damit wir sagen, wie weit der Reifen vom Fahrzeug selber wegstehen soll. Und schauen wir einfach mal, wenn wir hier die 1 eintragen, was dann passiert. Das ist immer so ein kleines Hin- und Her-Spielchen, ja, bis es halt passt. Ne? Das passt noch nicht. Also, und dann machen wir mal die Punkt 1. Speichern. Gehen dann mal da rein. Schauen, okay, jetzt ist er schon ziemlich weit weg, das ist definitiv zu weit. Dann machen wir es einfach ein kleiner mit 0,5. Und so könnt ihr hin und her spielen und könnt gucken, okay, passt, passt nicht. Ich würde auch hergehen und würde das Ganze von die Breitreifen nehmen, weil die hier einen anderen Querschnitt haben und so weiter. Ja, ja, ist egal. Ne? Ihr könnt dann raussuchen. Generell sei noch gesagt, wir haben hier bei dem Deutz nur die Besonderheit, dass der Kotflügel hier so spitz runter geht und dass generell die Luft zwischen Reifen und Kotflügel Außenkante, ich meine, nach innen haben wir schon genügend Platz, aber zu der Außenkante, da wird es halt schwierig. Das ist bei anderen Fahrzeugen, beispielsweise beim 6R weiß ich es halt, ist es angenehmer. Da haben wir hier genügend Luft und er geht gerade raus. Das heißt, wenn wir hier den Reifen verbreitern, dann ist es halb so wild, weil der eckt außen nirgendwo an. Das haben wir halt hier leider bei unserem Fahrzeug, haben wir das halt nicht, weil ja, der geht halt so nach unten. Ne? Deswegen den hinteren Reifen, den würde ich gar nicht so verbreitern. Wir lassen jetzt, haben wir gemacht. Wir wollen uns um den vorderen Reifen kümmern und gehen jetzt einmal ins Fahrzeug, laden den nochmal neu. So. Und schauen dann, wenn wir jetzt den Motor starten und fahren, dann fliegt uns nämlich nichts mehr durchs Bild. Das war nämlich gerade das Problem. Ja, auch wenn ich jetzt langsam fahre. Das passt, weil... weil die ist hier drin. Ne? Hier sind sie. Hier ist sie da. Und hier ist sie da. Und sie ist auch am richtigen Ort und Fleck. Also von dem her passt das Ganze. So. Jetzt ist noch so, wenn wir jetzt den Reifen auf... ja, machen wir 1, 2, 5. Weil dann sehen wir es, dass er mit reinpackt. So. Ne, jetzt stößt nämlich der Reifen hier vorne. Moment, geh mal her. Hier drin, seht ihr es, da steckt jetzt mit drin. Und da gehen wir her und sagen, okay, wir machen es einfach mal 0,5. Ja. Ja, schauen wir mal. Nochmal neu laden. Es ist halt der ewige Hin- und Her-Spielerei. Bis sie dann passt letztendlich. Ah, so können wir es eigentlich lassen. Wenn das jetzt natürlich übertreibt, dann zieht er das zu weit raus. Und was für einen Effekt das jetzt auch noch habt, ist, es verschwinden die Schrauben. Ne? Hier haben wir die Schrauben mit dran. Die Verschraubung, die fehlt jetzt, weil... jetzt machen wir es nochmal schnell zur Demonstration. Es geht nur darum, dass dann einer was einträgt und sagt dann, das funktioniert wieder nicht. Und ja... ne? Jetzt haben wir den Reifen heraus und wir sehen, okay, hier ist unser Hub, also unsere Radnabe und die Schrauben. Und wenn wir jetzt hergehen, jetzt müssen wir ganz nach unten, denn ihr könnt auch in die Reifenkonfiguration mal reinschauen, da waren die Hubs nicht mit geladen. Ne? Wenn da also in die, ja, oben sind es die Trelleborg TM 800, 45, 65, 34, glaube ich. Und hier unten, hier stehen die Hubs mit dran, wo sie geladen werden, welche geladen werden und wo sie geladen werden. Und jetzt tragen wir hier auch unsere Wheel ein. Und hier tragen wir unsere Wheel ein. So. Die hinten können wir lassen, die passen. Ja. Gespeichert haben wir. Setzen wir uns nochmal rein.
nochmal neu geladen. Also, jetzt haben wir es hier so. Was man sieht, wenn wir jetzt fahren, ne, es ist das Ergebnis, wie wir es haben wollten. Also, würde ich jetzt sagen. Also, ja, nein, nicht den Reifen da außen, so. Und jetzt gehen wir wieder hoch. Ne? Was sind wir da haben? Hier sind wir da haben. Machen die 1 wieder weg auf die 0. Gehen nochmal auf Speichern. Gehen nochmal rein ins Fahrzeug. Neu geladen. So, jetzt ist er mit drin. Passt. Deswegen, die Schrauben haben wir da. Ne? Wir haben so gesehen jetzt vorne das Fahrzeug. Wenn er den zu breit macht. Das einzige Unschöne, weshalb ich ja immer so ein Problem mit den Reifenverbreiterungen habe, es steht hier trotzdem die Reifengröße mit drauf. Ja, ja, man kann hergehen, kann sagen, okay, ich hole mir eine Normel, so habe ich es im 19er gemacht, habe mir eine Normel erstellt, ohne die Schriften drauf, ohne den Trelleborg-Schriftzug, die sind einfach nur schwarz drumherum. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den mit drin habe. Nee, den habe ich nicht drin. Das kann man natürlich auch machen, dass man sagt, okay, ich mache nichts außen drauf, ist mir egal, ist auch eine Möglichkeit, oder man lässt sich nur das Trelleborg drauf und macht hier die Reifengröße, macht man weg, und das TM800 zum Beispiel, und stellt sich dann einen komplett eigenen Reifen, also nimmt sich den Reifen raus, packt den in den Mod rein und nimmt sich eine Normel, wo da nichts drauf steht, dass man das eben nicht mehr drauf hat. Ja, das sind die Möglichkeiten, die gibt es natürlich. Das möchte ich aber ehrlich gesagt jetzt auch nicht drauf eingehen. Ich habe jetzt beim 8R von John Deere, da bin ich hergegangen und habe das einmal gemacht und habe jetzt die vom 19er übernommen, es funktioniert. Ja, wie gesagt, es sieht schon ganz cool aus. Hier hinten würde ich hergehen. Wenn ihr jetzt aber sagen wollt, ihr wollt den Reifen einfach ein bisschen kleiner haben, dann könnt ihr die anderen zwei Werte nehmen. Macht hier zum Beispiel 095. Wichtig, beide Werte 095, weil wenn er nur einen Wert verändert, ich nehme jetzt einfach mal die andere Seite, dann könnt ihr es euch anschauen, speichern, wenn wir jetzt hier reingehen, dann haben wir hier einmal den Reifen ein bisschen kleiner, das heißt, okay, so würde es zum Beispiel funktionieren, oder ihr nehmt generell, sucht euch einen Reifen raus, der ein bisschen kleiner ist, und hier haben wir einen ovalen Reifen. Sieht ganz witzig aus, packt auch oben durch. Es ist, weil man dann Höhe, Breite, ne, Tiefe vom Reifen, da müsst ihr halt gucken, dass er, wenn dann beide Werte anpasst, dann, ja, dass er halt wieder rund ist. So, haben wir jetzt nur irgendwas vergessen? Ich glaube, soweit soll es eigentlich funktionieren. Machen wir den wieder normal. Genau. Ne? Ich wüsste jetzt nicht, was wir jetzt da noch groß machen sollten. Ihr habt hier nur die Dinge mit die, also das ist jetzt die Breite. Man könnte jetzt hergehen und sagen, okay, pass auf, wir machen jetzt hier mal den False-Eintrag und hier machen wir den True-Eintrag. Muss ich zugeben, habe jetzt noch gar nicht geschaut. Wird jetzt hier breiter? Ist der breiter geworden jetzt? Nee, wahrscheinlich müssen wir. Kann sein, dass man das Spiel neu laden muss, weil wir das jetzt so geändert haben. Ändert sich da wirklich was? Oder ist es vorne? Nee. Doch, der vordere ist es. Entschuldigung. Der vordere ist es. Hinten ist es gar nicht. Ja, das ist der vordere. Den könnten wir jetzt den Breiten noch mit dazu nehmen. Muss man nicht, sonst sieht er ja wieder schmal aus. Ne? So, Z. Z passt. Steht ja Front. Gut. Ich denke, so soll es gewesen sein. Hier sind noch die Warning Signs. Wenn ihr die hier mit eintragen wollt, müsst ihr hier halt auf True stellen. Dann haben wir das gleich mit abgebacken. Ne? Dann habt ihr hier die Warnschilder mit dran. Ja. Ist einfach ausprobieren. Ne? Ah, hier haben wir was. Hier haben wir was. Moment. Also diejenigen, die es nicht interessiert, wir sind fertig.
Will ich jetzt nur noch kurz schauen. Na doch, doch, da hätten wir sogar eine breitere Möglichkeit. Also, ich nehme das Kommando zurück. Moment. 1-1, wenn wir jetzt hier das auf 4 stellen, ziehen den gleich auf 2. Vielleicht sieht man nämlich dann schon das Problem. Wenn man das nämlich zu stark übertreibt, dann sieht man hier nämlich rein, dass der Reifen keine Verbindung mehr zum Fahrzeug hat. Aber den müssen wir gar nicht so weit. Machen wir einfach 1-3. Schauen wir mal, ja, können wir sogar noch ein bisschen näher, dann fällt es ja nicht so auf. Ansonsten müsst ihr hergehen und müsst euch vielleicht irgendwas modellieren. Ja, so wär's an der Grenze, wo ich sage, okay, so können wir es lassen und dann fällt es von außen auch nicht unbedingt auf. Ne? Wir können hergehen und können gucken, ob man das jetzt noch irgendwie nach innen weiter skalieren kann oder sonst was. Ja, es ist aber schon extrem. Also können wir das zurücknehmen mit den Dingen, die gehen doch in Breite. Aber ja, es ist schon mächtig. So, genau. Ansonsten, ja, würde ich so lassen, wenn wir den jetzt auf 1,4 machen und hier machen wir 1,0. Mal gucken, nur rein interessenhalber. Ne, es ist nämlich das Problem, es fällt dann vorne auch auf. Und den können wir eigentlich noch ein bisschen weiter rein. Schauen wir mal. Geht noch ein bisschen. Bisschen geht immer. Ja, so ungefähr. So, und hinten lassen wir es mal so. Dann gehen wir raus. Laden hier das Fahrzeug nochmal neu. So. Okay, da passt's. Hier kann man es auch lassen. Jetzt kommt aber, dauert doch noch. Jetzt habe ich gesagt, die anderen können abschalten. Nee, hier geht's noch. Hier geht's noch. Hier kommt man noch hin. Ah, minimal. Es geht noch. Ansonsten müsst ihr hergehen und müsst euren Lenkeinschlag bearbeiten. Und der war nämlich hier unten mit dran. Ackermann Steering. Hier. Und da habt ihr die Rod Max. Ja, wie weit das er einschlagen kann bei dem Ganzen. Und das steht Stand Steering. Irgendwo war es mit drin gestanden. Habe ich wieder was angefangen. Rod Max 21. So, was haben wir hier? Es stand irgendwo, stand nämlich der Steering-Eintrag mit Index. Stand das nämlich drin. Und dann müsst ihr da nämlich einen neuen Index, zum Beispiel hier haben wir es. Ackermann Steering Index. Haben wir da nicht irgendwo einen anderen noch? Na, hier. Genau, beim ersten Eintrag ist er nicht mit drin. Das heißt, ihr müsst Base Config, nehmt ihr jetzt so. Haben wir hier nicht drin. Dann müsst ihr hier zum Beispiel das mit eintragen. Das könnt ihr dann von hier übernehmen bei Wheels. Ja, im ersten Wheels-Eintrag. Kopieren wir jetzt einfach mal. Moment, Wheels. Wheels. Ja, dass wir durcheinander kommen. So. Und machen wir Index 4. Ja, jetzt gehen wir runter. Der Index sagt einfach nur nach unten gezählt 1, 2, 3. Jetzt machen wir hier eine 9, ja, 4 und machen das Ganze einfach nur auf 5%. Ach, Steuerung S. So, gehen wir ins Spiel. Da weiß jetzt natürlich nicht, ob er das jetzt übernimmt. Moment. Ja, so. Ne, zählt jetzt haben wir hier nur 5. Schlägt er fast nicht ein. Und so könnt ihr euch das Ganze anpassen, wenn ihr sagt, okay, Moment, wir machen jetzt
20 Grad, weil die Reifen, es ist unterschiedlich. Beim John Deere zum Beispiel, da war es so, dass die Reifen ziemlich schnell, beim John Deere ging es, beim Fendt, bei irgendeinem war es, da kommt man ziemlich schnell an die Grenzen. Ja, dann kann man sagen, okay, ich begrenze mal den Lenkeinschlag entsprechend und gut ist. Ja. So. Dann haben wir das mit dem Lenkeinschlag auch noch gemacht. So, okay. Ist nicht schwer. Also, Lenkeinschlag, wie gesagt, das ist über Indizes oder über Index. Haben wir es jetzt hier oben. Traut euch ruhig mal auch zu gucken, gerade wie da, einfach eintragen und es funktioniert. Ne? Das heißt nicht, nur weil hier was nicht drin steht, dass es nicht funktioniert. Ne? Also einfach mal durchprobieren und gut ist. Soweit soll es normalerweise funktionieren. Was heißt soll es? So funktioniert es. So haben wir das Ganze und ja, mir gefällt es jetzt nicht ganz so. Der Reifen ist definitiv hinten, ist er auf jeden Fall zu fett. Vielleicht gucken, dass man vorne auf die gleiche Breite bringt, wie hinten ist, dann sieht es auch schon ganz gut aus. Ja. Oft macht ja minimale Sachen machen auch schon ein wenig einen Unterschied. So. Also gut, dann wünsche ich euch viel Spaß damit, viel Erfolg. Und dann sollte eigentlich jeder ein bisschen schon mal nachschauen können, okay, was muss ich machen, damit was passiert. Ja. Also gut, ich wünsche euch was und bis zum nächsten Mal. Ciao.